Unterhalb des Dorfes Hering im Odenwald steht auf einem Acker ein einsamer Karren. Vor einem halben Jahr hat hier ein Schäfer sein Domizil aufgeschlagen. Mit 2 Hunden und 300 Schafen führt er das Leben eines Einsiedlers. Für naturhungrige Städter ist der Schäferberuf mit viel Romantik umgeben. Für sie ist er geruhsam und unbedingt bequem. Doch die Praxis zeigt, dass es anders ist. Der Tag eines Schäfers beginnt gegen 6 Uhr in der Frühe. Wenn sich der Ferch am späten Vormittag öffnet und die Schafe zu ihren Weideplätzen getrieben werden, hat der Schäfer bereits einen Teil seiner täglichen Arbeit verrichtet. Tiere, die bald verkauft werden sollen, sind in einer nahegelegenen Scheune untergebracht und müssen besonders versorgt werden. In früheren Zeiten, als die Dörfer noch nicht mit stark befahrenen Straßen verbunden waren, brauchte der Hüter einer solchen Herde sicher nicht die gleiche Aufmerksamkeit aufzuwenden wie heute. Dazu kommt, dass die Weidemöglichkeiten in manchen Gegenden begrenzt sind. Zweimal im Jahr muss diese Herde, deren Heimat im bayerischen Gebirgsland liegt, die 300 Kilometer lange Strecke bis in das hessische Dorf Hering zurücklegen. Warum kommen Sie seit 12 Jahren jedes Jahr wieder hierher? Es ist hier klimatisch viel günstiger als bei uns. Und sagen Sie, lohnt es sich überhaupt noch, Schäfer zu sein heute? Ja, also der Verdienst ist nicht mehr groß, aber man macht halt. Man rechnet, dass auch wieder mal besser wird. Mit der Wolle zum Beispiel. Wollepreis ist sehr niedrig. Fleischpreis, das geht noch. Wollpreis ist sehr niedrig, ja. Ja, und wann geht es wieder zurück, Herr Müller? Erst April geht es wieder zurück. Auch wieder zu Fuß. In 2 Wochen beginnt der Rückweg. Ein Trek, der wegen der zunehmenden Motorisierung auf den Straßen nicht ganz ohne Gefahren ist. Wo kommt sie mir her, komm? Marie, komm! Bleib da! So sieht's! Noch kehren die Schafherden am Abend nur den kurzen Weg von den naheliegenden Weideplätzen zurück. Dicht gedrängt stehen sie hier in der Pferch. Zuletzt werden die Hunde versorgt. Dann geht der Schäfer selbst wieder in seinen Karren. Von fern ist nur noch das leise Blöken der Schafe zu hören. Für einen Augenblick mögen ihn jetzt Großstädter um sein scheinbares Idyll beneiden.